Willkommen, schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute die wichtigsten Änderungen in Chapter 4, Age of War von Conan, anschauen. Sie sind gestern rausgekommen, am 7.3. überraschenderweise einen Tag vor dem Livestream mit den Entwicklern. Und es gibt wirklich, wirklich viele Änderungen, die da gekommen sind. Unerwartet viele Änderungen, finde ich. Die wichtigsten dieser Änderungen möchte ich jetzt hier kurz mit euch gemeinsam anschauen. Ihr könnt diese Änderungen selber schon sehen, wenn ihr den Public Beta Client runterladet und habt dann eben auch Zugriff auf das, was dann kommen wird. Und zwar am 2. April soll das Kapitel 4 gelauncht werden. Wir haben ja das erste Mal 4 Kapitel. Es war ja davor so, dass wir immer 3 Kapitel hatten, aber die Entwickler brauchen mehr Zeit, um ein neues Zeitalter zu entwickeln. Und so haben wir jetzt ein Kapitel 4 und es hat wirklich viele schöne, schöne Änderungen gebracht, die für mich ja ganz, ganz spannend sind auch. Also es gibt ein komplett neues Event und ich stehe hier schon sozusagen an dem Platz, wo ihr die Eventgeber findet. Es ist die heilige Jagd von Jabal Sack. Wir stehen hier hinter dem Dungeon, wo es zu Jabal Sack reingeht. Hier geht es rein und dahinter befindet sich eben hier dieser Standort, wo wir einmal einen Questgeber finden. Die blutige Zunge von Jabal Sack, die euch eine ganze Menge Geschichten erzählt und auch erklärt, worum es hier geht. Dann gibt es hier einen Händler. Der Punkt ist, wir können hier aktuell noch nichts kaufen, denn wir benötigen Gnarled Fang, also Fänge von irgendeinem Tier. Die Frage ist, welches ist das Tier? In der Nacht werdet ihr von diesen Hyänen angegriffen. Und die haben die Fänge, die ihr benötigt, um einzukaufen bei dem Händler. Und es gibt so eine Hunters, also Jägertasche. Die Jägertasche enthält einfach eine Karte, wo sich der Standort befindet, wo ihr dann entsprechend einkaufen könnt. Der Ort ist allerdings auch durch einen weit sichtbaren Lichtstrahl aus dem Himmel markiert. Beim Händler kauft ihr die Krebsbemalung und das Lockfutter für die Kreaturen. Die Questgeberin verrät euch, wo ihr diese kleinen Altäre findet, auf denen ihr dann das Lockmittel platzieren müsst. Außerdem müsst ihr eure Kleidung ablegen und die Kriegsbemalung anlegen, die ihr gekauft habt. Und mit diesem Lockmittel können wir jetzt den Gegner hier locken. Es gibt drei unterschiedliche Gegner an drei unterschiedlichen Orten auf der Karte. Außerdem gibt es einen Endgegner und wir werden uns das Ganze natürlich noch im Detail anschauen. Die nächste Änderung bezieht sich auf den Kampf. Ihr könnt Ke Gegner bewusstlos schlagen. Und wenn der Gegner bewusstlos ist, dann habt ihr die Möglichkeit, einen Spezialschlag auszuführen, der abhängig davon ist, welche Waffe ihr habt. Dann haben wir die Balliste als neues Spielzeug. Die Balliste wird aufgebaut auf einem Belagerungsfundament. Da kommt dann die Balliste drauf und man kann hier durch einfach dagegen gehen, kann man die Richtung ändern. Und man sieht hier, man kann sie mit Pfeilen oder auch mit Kugeln betreiben. Mit E kann ich hier reingehen und kann gucken, wo ich hinschießen will. Das ist also nur ein gewisser Ausschnitt, ja? Sonst muss ich wieder die ganze Plattform drehen. Und mit C kommen wir hier wieder raus. Schönes kleines Spielzeug. Es wurde auch einiges an der Benutzeroberfläche geändert. Ich finde eigentlich die meisten Sachen ganz gut, ein bisschen ungewöhnlich und teilweise, also gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal. Und zwar, wenn ich jetzt hier so ein Thrall öffne, das Menü,
dann seht ihr hier, ihr könnt hier jetzt direkt diese Einstellung machen. Und das finde ich schon richtig gut, wie er sich eben verhält. Und hier, das kann ich einfach verändern und anklicken. Was sich dadurch auch geändert hat, ist das Menü hier. Das hat sich entsprechend verändert und irgendwie funktioniert es auch ein bisschen anders. Also hier ist etwas weggefallen, das ist neu sortiert worden. Und ja, aber keine großen Änderungen. Auch das Menü in den Werkbänken, da hat sich ein bisschen was getan. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir sagen Quick Step, dann werden alle Sachen, die hier schon drin liegen, darüber geschoben. Und über diese Schalter oben im Menü haben wir die Option zu sortieren. Was ein bisschen schade ist, diese Aufteilen-Funktion. Also es war ja so, du ziehst etwas hier rüber und dann öffnet sich dieses Aufteilen-Menü. Das funktioniert nicht mehr. Also du kannst jetzt mit Rechtsklick das Ganze teilen in zwei Hälften. Also du kannst immer 50-50 teilen. Das ist ein bisschen schade, finde ich, weil vorher konnte man über den Schieberegler einstellen, wie man gerne, welche Anzahl man gerne haben möchte. Ja, das geht leider nicht mehr. Ich kann jetzt hier eben sagen Quick Step und alles, was ich hier hatte, was hier schon ist, das wird hier rüber geschoben. Sagen wir mal, wir teilen das mal. So, wenn ich jetzt hier Ziegel habe und hier habe ich Ziegel und ich sage jetzt Q oder Quick Stack, dann schiebt er mir die Ziegel automatisch darüber. Und wenn ich zweimal auf diesen Schalter drücke, dann schiebt er sozusagen alles hier rüber, bis mein Inventar leer ist. Also jetzt war die Kiste voll, aber theoretisch würde er eben noch mehr hier rüber schieben. Was sich außerdem geändert hat, ist, wenn du Kleidung färben willst, dann musst du das jetzt hier in der Werkbank machen. Also wenn ich hier jetzt sage, ich möchte dieses hier verändern, diese Kleidung, dann mache ich das jetzt in der Werkbank und sage zum Beispiel hier so. Also das System hat sich nicht geändert, sondern du musst eben in die Werkbank gehen. Für die Purge gibt es jetzt einige Erweiterungen, was es sicher noch mal spannender macht. Es gibt Diebe, die sich anschleichen und die getarnt sind und die heimlich die Türen öffnen. Es gibt Champions, weiß ich jetzt noch nicht genau, was die machen. Es gibt Golems und diese Golems können Sprengköpfe haben und ja, eure Base in die Luft sprengen. Und es gibt Sternenrufer und die Sternenrufer werden Meteoritenschauer auf eure Basis herabrufen. Es gibt eine neue Funktion in den Einstellungen fürs Gameplay. Das kann man natürlich ja, nur als Singleplayer vermutlich benutzen, beziehungsweise wenn es halt auf eurem Server eingestellt wurde. Und zwar kann man hier die Auto-Face Forward on Attack, also dass man automatisch beim Kampf immer in die richtige Richtung guckt. Ich muss dazu sagen, ich muss das noch ausprobieren, aber diesen Schalter hier setzen, das könnte das Problem lösen, das wir vorher im Kampf hatten. Es gibt noch eine Änderung, die sich auf die Isle of Scepter bezieht. Auf der Isle of Scepter, da war ja bisher diese Belagerungsburg nicht da. Dafür gibt es jetzt auf Scepter zwei Optionen für Belagerungscamps. Einmal in Neu-Luxor und einmal in Xotl. Und die sind wohl kleiner, diese Camps, aber eben agieren oder fungieren genauso wie das große Belagerungscamp, das wir hier in Almeraya haben. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in die wichtigsten Änderungen geben und wir werden natürlich diese Dinge noch im Detail später auch in anderen Videos uns anschauen. Start soll sein der 2. April für das neue Kapitel 4 und ja, viel Spaß im Spiel. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann, ciao!